Was dein Name? Johann Strauß. Von Bescheidenheit hast du noch nichts gehört, hm? Ein Zauber steckt in diesen Fingern, mein Freund. Kein Strauß, kein Leben, kein Strauß. Seine Musik war Ursprung und Ausdruck der Wiener Lebensfreude. Frauen verfielen dem Zauber seines Spiels. Mein geliebter Maestro, der Zauber ihrer Musik verhext mich. Ich versäume keines ihrer Konzerte. Sein Ruhm verbreitete sich in Windeseile. Ich weiß, wer das ist. Sie werden zu Hause gebraucht. Das ist Paganini. Und er will, dass ich mit ihm zusammen spiele. Doch sein Ehrgeiz kostete ihm die Zuneigung derer, die ihn am meisten liebten. Ich hab dich geliebt wie einen Bruder, aber es gibt sie nimmer, Lanner und Strauß. Ich und Stehl? Sowas hab ich nicht nötig, aber ich sag euch was. Vielleicht hat er meine Musik stolz, so wie mein Mädel. Sie haben einen Buben. Hab schon deinen Namen für ihn? Oh ja, Schani, Johann Strauß der Zweite. Wien gehört uns. Jedes Tanzlokal ist vollkommen verrückt nach ihm. Nach nur 5 Jahren übertrumpfen wir den Lanner. Für die neueste Komposition von unserem Strauß. Der Preis für denjenigen. Ich möchte Ihnen nunmehr meinen neuen Walzer vorstellen, den Nachmittagswalzer. Ich widme ihn untertänigst mit höchster Erlaubnis seiner Majestät. Dieb, Lanner. Du warst immer schon ein schäbiger Dieb. Wie macht man einem Kaiser klar, dass man auf der Welt ist? Werden wir aus unserer Mitte eine andere Hoheit küren? Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen hiermit unsere Walzerkönigin vorstellen. Ihr Name ist Emilie Trampusch. Sie behauptet, eine Putzmacherin zu sein. Freilich übt sie diesen Beruf offenbar im Liegen aus. Ich habe Anweisung, dieses Schriftstück nur Ihnen persönlich zu übergeben. Es ist vom Fürsten Metternich. Das war's dann für Herrn Lanner mit dem Hofballmusikdirektor. Ein Grund mehr, dich von deiner kleinen Hure zu trennen. Ich wünsche, dass er eine Auslandsreise in unserem Auftrag unternimmt. Eine Auslandsreise? Eine Vergnügungsreise, aber vielleicht auch profitabel für ihn. Auf dem richtigen Weg. Wir werden ganz Europa erobern. Thank you.
Messieurs, votre éminence, chers citoyens, une fois de plus, un train français va sortir dans notre monde. Wieder einmal, so sagt er, schicken die Franzosen voller Stolz eine neue Lokomotive auf den Weg. Wieder wird ein französisches Dampfross hinausfahren in die Welt. Und es wird schneller sein als jede Kutsche, die von wilden Rössern gezogen wird. Eisenbahnen werden ferne Länder verbinden, Völker versöhnen und der Welt in Frieden bringen, etc. Vive la France! Der Franzose redet ein Schmus daher. Amen. Ah, Monsieur de Rothschild, Sie kennen Johann Strauss, Baron? Ja, und ich danke Monsieur Strauss, dass er mit der Eisenbahn fährt. Es ist wichtig für uns, dass ein berühmter Mann wie Sie sich bereit findet, dieses neue Transportmittel zu benutzen. Das nimmt den Menschen die Furcht. Ich danke Ihnen. Hier als Anerkennung. Danke. Wenn man schneller fährt als 40 Meilen in der Stunde, sagen die Leute, soll man wahnsinnig werden. Blödsinn. So ein Tempo bringt dich nicht zusammen. Hört's auf. Das ist doch wundervoll. Großartig. Das ist unglaublich aufregend. Großer Gott, mein Sohn ist 9 Zoll gewachsen. So, in die Breiten oder in die Höhe? Na, erst doch. Er war nicht mehr als 2,5 Fuß, wie wir weggefahren sind. Entweder schießt er furchtbar ins Kraut, oder wir sind schon länger fort, als wir glauben. Schon viel länger, als wir glauben. Ja. Und meiner Frau gehe ich auch schon sehr ab, schreibt sie hier. Dann müssen wir sehr viel länger fort sein, als wir glauben. Sag's, Herr Hirsch, wann geht's denn endlich heim? Bald, bald. Wenn Sie den Maestro sehen, dann fragen Sie ihn bitte schön, wann fahren wir endlich heim? Ist alles in Ordnung? Schlechte Nachrichten. Ein Brief von Darana. Was gibt's denn? Ist sie krank? Oder sind die Kinder krank? Nein, sie schreibt mir da, dass ich wieder Vater geworden bin. Das ist ja wundervoll. Ich gratuliere herzlich. Das Dumme ist nur, sie ist nicht die Mutter. Sie sind der Vater und Ihre Frau ist nicht die Mutter? Ja, wer dann? Emmy. Emilie Trampusch. Ihre Walzerkönigin. Meine Walzerkönigin, erlauben Sie, ich habe sie nicht gekrönt. Das waren Sie. Und Anna hat geschrieben, dass Emilie ein Kind bekommen hat? Na, dann weiß es jetzt schon ganz Wien. Wir können nicht heim. Wartens. Wartens, wartens, wartens. Denken Sie einmal nach. Ich meine, es könnte Ihrer Popularität nur gut tun. Auf keinen Fall werden wir jetzt heimfahren. Machen Sie mehr Konzerte aus. Ich reise ja gern, das Rumzigeunern macht mir nichts, Meister, aber die Kapelle, die Musik. Geben Sie ihnen mehr Geld, Hirsch. Dann geben Sie Ruhe. Hirsch, schicken Sie der Emmy Geld. Sie wird es dringend brauchen. Ich möchte nicht, dass es ihr und dem Kind an irgendwas fehlt. Machen Sie das von jetzt an regelmäßig. Und sind Sie nicht kleinlich. Bub oder Mädel? Bub. Also, Herrschaften, ich habe hervorragende Neuigkeiten. Der Maestro hat in seiner Großzügigkeit beschlossen, dass alle Musiker von heute an mehr Geld bekommen. Na, ich bin gespannt. Das ist doch wirklich edel und großherzig von ihm, das müssen Sie zugeben. Und wann geht's wieder heim nach Wien, Hirsch? Ja, habe ich denn das nicht gesagt? Ich denke, ich habe es erklärt. Unsere Konzertreise wird verlängert und deswegen gibt's mehr Geld. Wir fahren also nicht heim nach Wien. Es weiß auch ein jeder, warum. Ja, sicher weiß ein jeder, warum.
Seit unserem großartigen Erfolg auf dem Krönungsball von der Königin Victoria redet ganz Europa von uns. Darum wird verlängert. Das ist nicht der Grund. Was denn sonst? Alle Welt will uns spielen hören. Der Maestro ist großzügig. Warum sollen wir dann unser geliebtes Wien nicht noch ein bisschen warten lassen? Die Zeitung haben es wohl auch nicht gelesen. Aber ich werde ja der Maestro es lesen. Die Walzerkönigin Emilie Trampusch hat einem Prinzen das Leben geschenkt. Der Vater ist angeblich kein geringerer als seine Hoheit, der Walzerkönig Johann Strauß. Die Wahrheit, mein lieber Strauß, ist, ich bin für alles außer dem fröhlichen Klang von Goldmünzen stocktaub. Und wenn ich sie spielen höre und sehe, wie die Leute darauf reagieren, wissen Sie, was ich dann höre? Mehr Geld. So ist es. Mehr Geld. Drum spielen wir ja immer noch in Frankreich. Hier nehmen wir in einer Woche mehr ein als in Wien in einem ganzen Monat. Monsieur Strauß, glauben Sie mir, es gibt keinen größeren Patrioten als einen Rothschild. Das Land ist uns dabei völlig egal. Ich bevorzuge Frankreich. Aber die Verdienstmöglichkeiten in Frankreich sind mehr als bescheiden im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich werde Anfang nächsten Jahres nach New York reisen. Warum begleiten Sie mich nicht auf meinem Schiff als mein Gast? Sie müssten es mich nur bis Ende November wissen lassen. Erzählen Sie Ihren Musikern von Amerika, Monsieur Strauß. Das wird Sie gewiss begeistern. Maestro, was ist das für eine Geschichte mit Amerika? Das ist bis jetzt nur so eine Idee. Beschlossen ist noch gar nichts. Hirsch, wir wollen reden mit Ihnen. Später. Geschwind, geschwind. Helfen Sie mir. Der erste Wagen ist in Graben gefahren. Kommen Sie. Okay. Ja. Aufpassen. Aufpassen, mein Fuß. Und doch. Auch. Hoch. Hilft's mir doch. Hilft's mir raus. Ah. Ah. Oh. Was ist denn? Ich hab mich geschnitten. Wir müssen die Kutsche da lassen. Sammelt die Instrumente ein, verteilt sich auf die anderen Kutschen. Beim nächsten Wirtshaus halten wir an. Das Cello ist waschelnass. Die Feucht macht alles hin. Ja, mich auch. Der Cello ist mir wurscht. Ich hab die Tür auf die Pappen gekriegt. Ich könnte nicht einmal eine Kerzen ausblasen. Von Klarinetten springt kein Rät. Es muss was geschehen. So kann's nicht weitergehen. Wir sind doch keine Viecher. Sag das einmal unser Dompteur. Ja, bitte? Guten Morgen. Geht's der Hand besser, Maestro? Ja, ja, es wird schon wieder. Gott sei Dank ist es nur die Rechte. Den Bogen wird er halten können. Maestro, ich möchte mit Ihnen im Auftrag vom Orchester reden. Nicht von allen. Also die meisten von uns wollen nicht mehr weiter. Viele fürchten sich. Vor einer Eisenbahnfahrt können sie gar nicht mehr schlafen. Auch ich will nur noch heim. Heim zu meiner Frau und meinen Kindern. Das ist mein einziger Wunsch. Na geh, sag's ihm. Was? Ein paar sind schon heimlich davon. Meine Herren, jetzt trinken wir auf die neuen Mitglieder unseres Orchesters. Auf und zu, Orchester! Zum Wohl! Und nun, meine Herren, habe ich noch etwas Wichtiges bekannt zu geben. Wie Sie sehen, liegen dort unter dem Christbaum viele Geschenke. Geschenke für Sie von unserem Maestro. Und er hat noch eine andere Überraschung für Sie. Eine ganz besondere Überraschung. Was ist das? Die Schiffskarten. Ich hab glaubt, wir fahren mit der Kutsche heim, nicht mit dem Schiff. Nein, Sie Spaßvogel, nach New York. Wir fahren übers Meer nach dem Westen, um noch mehr Ruhm und Reichtum zu erlangen. Hm.
Jetzt reicht's. Schluss mit der Zigeunerei. Aber ich darf doch bitten. Wartet, bleibt doch da. Das ist Meuterei. Aber ich bitte Sie, Maestro. Wir sind doch hier nicht beim Militär. Sie alle haben Verträge. Sie müssen sie halten. Klang's uns. Sie haben unterschrieben, dass Sie überall spielen, wo immer der Maestro das Orchester auftreten lässt, oder nicht? In Europa, nicht bei den Indianern. Bitte, Sie sind vernünftig. Amerika, wir werden kulturelle Botschafter sein. Sagen Sie, wollen Sie uns für dumm verkaufen, Hirsch? Jeder weiß doch, warum wir nach Amerika sollen. Nur weil er davonlaufen möchte vor seiner Frau, vor seiner Freundin und seinem Banker, seinem Unehelichen. Du machst dich doch nicht. Nehmen Sie die Hände weg von mir. Ich danke euch allen. Ich danke euch vielmals für eure Treue. Und sowas wie euch habe ich für meine Freunde gehalten. Ich bedanke mich für so ein nettes Christkindl. Jahre habe ich mit euch zusammengearbeitet und anständige Musiker aus euch gemacht. An Salär habt's gehabt wie nirgendwo sonst. Und jetzt, wo ich euch einmal bitte, was für mich zu tun, mit mir in Amerika zu spielen als Krönung und Höhepunkt unseres Schaffens, lasst ihr mich im Stich, Feiglinge. Soll ich euch sagen, was ich von euch halt? Ihr seid eine undankbare Bande von Arschlöchern und Schmarotzern. Jetzt bleibt's doch da, ich sag's euch, lauft's nicht davon. Er hat's doch nicht so gemeint, bitte. Dr. Strauß, Schani. Papa. Papa, ich bin's, der Schani. Also dann, bis morgen. Schani, Peppi. Der kleine Edi. Servus, Edi. So kann das nicht weitergehen. Seitdem er wieder zu Hause ist, sitzt er nur herum. Wann wird er wieder arbeiten? Es war eine schwere Zeit für ihn. Für ihn? Was glauben Sie, war es für mich? Er kommt von einer endlosen Konzertreise und bringt keinen Kreuzer mit nach Haus. Das bisschen Geld, was ich gespart habe, ist fast weg und er sitzt nur da. Der Arzt sagt, er braucht Zeit, um zu Kräften zu kommen. Oh. Ich schulde Ihnen übrigens einen Dank. Wofür? Fürs Heimbringen, obwohl wir uns schon beinahe daran gewöhnt haben, allein zu sein. Anna, ich glaube, er braucht eine neue Lebensaufgabe. Er braucht. Er. Dauernd nur er. Mir wird schon was einfallen. Thank you.
Herz auf zu spielen! Ich will euch beide nie wieder ein Instrument spielen hören, habt ihr es verstanden? Nie wieder! Geht's hinaus! Du gehörst in eine geschlossene Anstalt, weißt du das? Du gehörst eingesperrt in ein Irrenhaus! Ich will nicht, dass die Buben dasselbe durchmachen müssen wie ich! Die durchwachten Nächte! Die verrauchten Seele, die durchgeschwitzten, stinkenden Hemden, die dauernde Hetzerei, das Kopfweh und für was? Für was? Dass man immer wieder enttäuscht wird. Und für eine undankbare Bagage von mittelmäßigen Musikern, die ich behandelt habe wie meine eigene Familie. Und sie haben mir die Chance gestohlen, auf die ich so lange hingearbeitet habe und mich damit ruiniert. Nein! Und tausendmal nein! Ich werde nicht zulassen, dass einer von den Buben in meine Fußstapfen tritt. Ich verbiete es! Der Shani, der wird auf die Handelsschule gehen. Der Peppi kommt auf die Kadettenakademie. Und der Edi soll Advokat werden. Also merkt er das, Anna. Keiner von meinen Buben macht Musik. Ich verbiete es! Das ist mein letztes Wort. Ein für alle Mal! Sie waren da, deine alten Musiker. Weil sie nämlich wieder spielen wollen. Es wird auch höchste Zeit. Lang genug habe ich es mir angeschaut, deine Spinnereien, dein Selbstmitleid. Du bist nicht allein auf der Welt. Wir haben kein Geld mehr. Wenn du nicht bald was heimbringst, muss ich die Möbel versetzen. Auch die Wohnung werden wir aufgeben müssen. Zum Glück hat der Hirsch bereits verhandelt und alle wollen dich hören. Mit Handkuss nehmen's dich. Still, unterbrich mich nicht! Es geht hier nicht länger um die Frage, was du willst oder was du nicht willst. Es wird höchste Zeit, dass du wieder arbeitest. Es geht auch nicht darum, ob du mir untreu bist. Du kannst tun und lassen, was du willst, solange ich nichts davon weiß. Aber du wirst wieder in den Tanzsälen musizieren. Das bist du deiner Familie schuldig. Ich lass nicht zu, dass die Kinder deinetwegen hungern. Herrschaften, das ist kein Trauermarsch, das ist ein Walzer. Also bleiben Sie im Takt. Noch einmal. Spielen Sie so, wie es da geschrieben steht. Da steht Fortissimo, nicht Pianissimo. Noch einmal. Aus, aus, aus! Das ist ein Quagel. Sie sind nicht schuld, das liegt an mir. Das klingt wie wenn einer mit Messe über den Teller fährt. Ich bin halt nicht in Stimmung, wir machen morgen weiter. 10 Uhr. Entschuldigen Sie, wo finde ich den Maestro Johann Strauss? Maestro Strauss? Der ist da drin. Danke. Wer ist da? Ich konnte nicht länger warten.
Ich möchte, dass du endlich unseren Sohn siehst. Claudette, das ist Maestro Johann Strauss. Das verdanke ich alles dir. Das Geschäft gehört dir so gut wie mir, weil ich es von dem Geld eingekriegt habe, das du geschickt hast. Schau, jeder Modellhut, den du hier siehst, ist ein Einzelstück. Dafür bürge ich. Jeden Abend danke ich Gott dafür, dass es so viele reiche Frauen gibt in Wien. Schau, wer da ist. Na, komm her. Ein Viech, Doktor, wirklich? Ja, mein Ehrenwort. Frag den Hirsch. Und was hat er dir verschrieben? Eine Ziegenmedizin. Weißt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so zufrieden gewesen bin, mich so wohl gefühlt habe. Ich bin glücklich. Hier bin ich das erste Mal seit langer Zeit wieder ich selber. Wenigstens zum Packen kommst du noch einmal. Ich will keine Szene, Anna. Welcher Mann will das schon? Ich möchte, dass wir uns wie erwachsene, vernünftige Leute benehmen. Gerade das hätte ich nicht erwarten von dir. Anna, bitte. Mein Entschluss steht fest. Scheiden lassen kannst dich nicht. Dafür danke ich meinem Schöpfer. Wenn ich könnte, bei Gott, ich tät sofort. Auch wenn es mit uns aus ist. Zumindest den Schein musst du wahren. Das ist alles, was dich interessiert, dass der Schein gewahrt wird. Und ich möchte Geld. Du bist verpflichtet, die Familie zu erhalten. Keine Sorge, du wirst dein Geld bekommen. Genug für dich und die Kinder. Oh, wie großzügig. Anna, so ist es am besten. Ja, für dich schon. Aber was wird nun aus mir? Allmächtiger, wenn ich mir überlege, was ich mitgemacht habe die ganzen Jahre. Deine Affären, deine Eitelkeiten. Ich müsste mich eigentlich freuen, dass du uns verlässt. Wenn ich am besten sag, dann meine ich am besten für uns alle. Wer spielt da? Shani. Ich hab's ihm doch verboten. Aber ich nicht. Ich finde, er ist zu gut dafür. Ich will nichts mehr davon hören. Du willst nichts mehr davon hören? Für wen hältst du dich eigentlich? Du hast nichts mehr zu sagen in diesem Haus. Meine Kinder werden von mir so erzogen, wie ich es für richtig finde. Du hast da nichts mehr dran zu reden. Das wollen wir erst einmal sehen. Shani, gib mal sofort die Geigen. Gib's das her? Von meinen Kindern mein Verbot missachtet und Musiker wird, zahle ich von dem Moment an keinen Kreuzer mehr. Hast du verstanden? Sie werden die Berufe lernen,
die ich für Sie ausgesucht habe. Shani, du gehst auf die Handelsschule. Ohne Widerrede. Und wenn ich höre, dass du nicht hingehst, ganz gleich warum. Oder wenn ich höre, dass du mich hintergehst und heimlich Musikstunden nimmst. Oder irgendwas tust, um Musiker zu werden. Dann gibt's von diesem Moment an für keinen von der Familie einen Kreuzer mehr. Was bei einer Konkursabwicklung zu beachten ist. Die Gläubiger müssen nach § 27 Absatz 3 ihre Ansprüche anmelden, und zwar in toto und im Detail. Die Konkursmasse wird berechnet. Guten Morgen, Strauß. Oder soll ich sagen, guten Abend? Haben Sie gut geschlafen? Oh, natürlich. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Schlaf Sie brauchen. Wo ist doch im Unterricht schon so viel schlafen? Oder liegen Sie die ganze Nacht wach, weil Sie vor Sorge um Ihre Zukunft kein Auge zubekommen? Ich glaube, die Sorge ist überflüssig. Kommen Sie nach der Stunde zu mir. Die Konkursmasse wird berechnet, indem man die unbeweglichen... Was ist, Levi? Bist du mit? Nein, ich bleib noch. Ich warte auf den Schani. Ich muss sagen, Sie geben mir Anlass zu großer Sorge, Strauß. Es tut mir leid, Herr Professor. Ich werde Ihnen jetzt einen Rat geben, den ich noch keinem Schüler gegeben habe. Vielen Dank. Warten Sie damit, bis Sie den Rat gehört haben. Er lautet, gehen Sie. Geben Sie die Schule auf. Aus Ihnen wird nie ein Geschäftsmann. Ihr kaufmännisches Talent ist gleich null. Nein, ich korrigiere, weniger als null. Sie können jetzt heimgehen und bitteschön, kommen Sie nie wieder. Das geht nicht. Es geht nicht, was heißt das? Sie mögen die Schule nicht, den Stoff, und mich mögen Sie auch nicht. Was hält Sie also noch hier? Glauben Sie mir, Herr Professor, ich tät liebend gern die Schule verlassen, aber ich kann nicht. Gegen Sie habe ich nichts. Wie beruhigend. Aber mein Vater... Ein großer Musiker. Ja, aber... Mein Vater hat Bedingungen gestellt. Ich muss meine Ausbildung abschließen, hat er gesagt, oder es gibt kein Geld mehr für meine Geschwister und mich. Und deshalb kann ich nicht aufhören. Reden Sie mit ihm. Sagen Sie ihm, was ich gesagt habe. Niemand wirft gern schwer verdientes Geld zum Fenster raus. Ich würde ja gern mit ihm reden, aber... Er will mich nicht einmal sehen. Es tut mir leid. Danke. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mich darauf freue. Tun Sie mir nur einen Gefallen. Versuchen Sie im Unterricht wach zu bleiben. Und was sagt er? Dass ich mit der Schule aufhören soll. Der Professor ist ein gescheiter Mann. Oh, schau, da ist sie. Ja, wie immer, wenn es ein Konzert gibt. Ich möchte wissen, wer sie ist. Scheint musikbegeistert zu sein. Und bildschön. Ich weiß nicht, was findest du an ihr? Ich muss heute ihren Namen rauskriegen. Also bin ich nicht los für heute? Es macht da doch nichts, oder? Und wenn schon. Nein, geh nur. Ich werde den Nachmittag allein genießen mit der schönen Musik und vielen schmutzigen Gedanken. Ja, geh in die Tasche. Ha ha ha!
Stört Sie es, wenn ich mich zu Ihnen setze? Nein. Stört es Sie, wenn ich rede, während die Musik spielt? Sie können reden, wenn der Strauß spielt. Wenn der Lange anfängt, dann müssen Sie still sein. Ach, mögen's den Strauß nicht? Lieber ist mir der Lange. Bei mir ist's umgekehrt. Das habe ich erwartet. Warum sagen's das? Blut ist dicker als Wasser, darum. Oh, Sie wissen, wer ich bin? Sie sind vielleicht ein Geschwinder. Wissen's das schon lang? Mein Vater hat gemerkt, dass Sie ein Strauß sind. Er sagt, dass man's an die Augen sieht. Und das hat auch Ihr Freund gesagt, wie ich ihn ein bisschen ausgefragt habe. Was denn, der Levi? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ja, weil ich ihn gebeten habe. Und wer ist Ihr Vater? Einer von den Musikern. In Lannas Kapelle? Ja, in Lannas Kapelle. Also ich bin der Shani. Ich weiß. Und wie heißen Sie? Kathi. Ist das alles? Nur Kathi? Ich meine Kathi wie? Kathi Lanner. Kathi Lanner, das... Also kommt's. Also, ihr beiden, grüß euch. Das ist besser. Ich find's altmodisch. Das ist der Mozart auch. Wollen Sie auch Musiker werden? Nein. Ihr Freund Levi hat gesagt, Sie wären der beste junge Geiger in Wien. Und auch ein hervorragender Pianist. Und er hat gesagt, dass Sie bald ein eigenes Orchester gründen und er wird dann Ihr Impresario. Das muss aber ein sehr langes Gespräch gewesen sein zwischen Ihnen. Nicht eifersüchtig sein. Wir haben nur von Ihnen geredet. Warum wollen Sie denn kein Musiker werden? Mein Vater hat leider andere Pläne mit mir. Geigenunterricht müsste ich auch nehmen. Ja. Väter können sehr dickköpfig sein. Ja, meiner ganz besonders. Die waren einmal befreundet, wissen Sie das? Ja. Aber wenn ich heute den Namen Strauß nur nenne, zerschlagt er alles, was ihm unter die Finger kommt. Ich möchte wissen, was da war. Sie ist um ein Mädel gegangen, denke ich. Wenn die wüssten, dass wir beide uns wiedersehen, täten's vor Wut aus der Haut fahren, glaube ich. Wie meinen's das, uns wiedersehen? Na, jetzt sind Sie eine Geschwinde.
Na, was hat er gesagt? Er will zuerst hören, wie du spielst. Wunderbar. Und wie viel verlangt er? Einen Gulden pro Stunde. Wo soll ich einen Gulden hernehmen? Keine Sorge. Ich habe mir schon was ausgedacht. Ich habe ihm gesagt, ich brauche privat Ballettstunden. Und ich brauche einen Pianisten dazu. Und der Pianist kostet einen Gulden. Er hat ja gesagt. Also, das verstehe ich nicht. Was hilft denn das mir? Na, der Pianist bist du. Ich engagiere dich als Begleitung für meine Privatstunden. Du kriegst den Gulden, den mein Vater mir gibt, nimmst deine Violinstunde bei meinem Vater und gibst ihm seinen eigenen Gulden zurück. Ist doch einfach. Das ist nicht einfach. Das ist einfach genial. Es gibt also Gott sei Dank doch was, was ich dir lernen kann. Also morgen fangen wir an, es kostet einen Gulden. Im Voraus. Aus dem Takt gekommen. Noch einmal die Stelle, bitte. Fanny, du bist mit dem Abwaschen dran. Können die zwei das nicht für mich tun? Ich habe morgen eine schwere Prüfung über den Nutzen der Kohle für die heimische Wirtschaft. Aufregend. Du solltest dich mehr mit deinen Büchern beschäftigen und weniger mit deinen Madeln. Mama, erstehst mich. Also geht's schon, ich mach's. Wie hat er denn das gemeint? Hast du schon eine Bekanntschaft? Ich weiß gar nicht, was er überhaupt meint. Könnte er am Ende das Mädel gemeint haben, das das hier vergessen hat, auf dem Klavier? Oder bindest du dir selber Schleifen ins Haar? Oh, das Mädel. Ich begleite sie auf dem Klavier. Sie hat Tanzstunden. Oh. Und bezahlt sie dich? Natürlich. Ah. Und was tust du mit dem Geld? Naja, ich kauf Bücher, Hefte. Oh, Shani, du bist ein schlechter Lügner. Ich nehme Geigenunterricht und ich bezahle damit meine Stunden. Ach, so ist das. Sie ist Josef Lanas Tochter, gell, Shani? Und er ist dein Lehrer. Hi.
heißt dein Geigenlehrer Josef Lanner? Ja. Hast du den Verstand verloren? Weißt du, was passiert, wenn dein Vater das erfährt? Du kennst doch seine Bedingungen. Wenn er da draufkommt, ist es aus mit dem Geld für uns. Und der Gipfel ist, dass du deinen Unterricht gerade beim Josef Lanner nimmst. Du willst, dass ich aufhöre damit? Wenn ich ja sage, glaubst du, das tät was nützen? Nein. Nein, und ich bin froh, dass du beim Lanner lernst. Er weiß mehr über Technik und Interpretation als irgendwer sonst in dieser Stadt. Und er ist ein wirklich guter Mensch. Ich hab gar nicht gewusst, dass du ihn kennst, Mutter. Ich weiß nur, dass er und der Vater einmal Freunde waren und schon lange nicht mehr miteinander reden. Ja, ich kenn ihn. Josef Lanner ist ein guter Mann. Und ich bin glücklich, dass er dich unterrichtet. Aber Gott sei davor, dass dein Vater das herausbekommt, sonst gibt's eine Katastrophe. Shani, das muss unser Geheimnis bleiben. Warten Sie da. Wir kommen gleich wieder. Herr Lanner, es ist Zeit, dass Sie heimgehen. Wer bist denn du? Der Shani Strauß bin ich, Herr Lanner. Strauß? Strauß! Den Namen will ich nimmer mehr hören. Du weißt, wer ich bin? Na gewiss, Herr Lanner. Ich bin der Hofballmusikdirektor seiner Majestät. Ich hab was vorzuweisen, was man von einem Strauß nicht sagen kann. Wer immer das sein mag. Wie hast du gesagt, dass du heißt? Shani. Kennst du einen gewissen Strauß? Nein, ich hab nie gehört von ihm. Ja, da geht's dir wie mir. Wer ist es überhaupt? Ist er Musiker? Das Speisel hier ist nur für Musiker, verstehst? Ja, ich weiß. Aber komm uns doch. Wir müssen gehen. Hört zu mal her. Kennt einer von euch einen Musiker, der was sich Strauß nennt? Die Kathi wartet draußen. Bitte, Herr Lanner. Kathi ist meine Tochter. Ich weiß. Wer bist du? Ein Freund von ihr. Du willst mir pflanzen, hä? Du bist der Shani Strauß. Du hättest mein Sohn sein können. Deine Mutter war eine wunderbare Frau. Aber bei mir jetzt niemals Shani geheißen. Nicht Shani. Ich hätte dich anders geheißen. Hund von meiner Deiter. Das da ist der Sohn von Johann Strauß. Und ich bin der Josef Lanner. Und aus dem Buben werde ich einen besseren Geiger machen als sein Vater. Dazu braucht es nicht viel. Entschuldigen Sie bitte. Bitte echauffieren Sie mal nicht. Es muss endlich was geschehen. Er muss wieder anfangen zu arbeiten. Lassen Sie ihn bitte in Ruhe. Er ist glücklich hier. Von Amerika ist keine Rede mehr. Niemand weiß, wie groß die Enttäuschung war, die er überwinden hat müssen. Jetzt vergisst er endlich, wie sie ihn alle im Stich gelassen haben. Es geht ihm wieder gut. Er beschäftigt sich. Ich glaube, ich nehme den da. Bin schon da, ne Frau. Ich bitte Sie, lassen Sie ihn in Ruhe. Sklaventreiber ist da. Aha, mein wandelndes schlechtes Gewissen.
Spielen Sie eine Runde mit uns? Oh nein, ich schaue nur ein bisschen zu, das reicht. Dann trinken Sie was. Nein, danke. Es ist noch zu früh für mich. Sie sind ein Spielverderber, Hirsch. Wollen Sie mir denn an allem die Freiheit nehmen? Gestern breiten Sie den Lanner sehen sollen. Dem ist es nie zu früh. Ich verstehe das nicht. Wie hält es der Kaiser nur aus mit diesem Säufer als Hofballmusikdirektor? Der Lanner soll sogar einem echten Erzherzog Unterricht im Geigenspielen geben. Der scheint ja in letzter Zeit sehr viel zu unterrichten. Er wird halt Geld brauchen. Damit ist nicht viel zu verdienen. Was verlangt er denn, Maestro? Das weiß ich. Ich gehe ja nicht studieren bei ihm, oder? Sie nicht, aber Ihr Sohn. Und Sie müssen zahlen für die Stunden. Was muss ich zahlen für meinen Sohn? Der Lanner war gestern in Belgrad. Er war stockbesoffen. Wirklich stockbesoffen. Er muss schon seit der Früh gesoffen haben. Und dann ist auf einmal der Schani gekommen und wollte ihn heimbringen. Und wie Sie gehen, hat der Lanner lauthals geschrien, dass er dem Sohn von Johann Strauss Geigenunterricht gibt. Wir waren beide da und haben es gehört. Ich glaube, es ist genug für heute. Machen wir uns an die Arbeit. Geh's weg, Hirsch. Ich spiel Karten. Da ich meinen Alimentationsverpflichtungen bisher pünktlichst nachgekommen bin, habe ich auch das Recht zu verlangen, dass die von mir gestellten Bedingungen erfüllt werden. Nur spiel dich bloß nicht so auf. Da, nach diesen notariell beglaubigten Aussagen, nimmt mein Sohn Musikunterricht. Notariell beglaubigte Aussagen? Warum fragst du nicht mich? Warum fragst du nicht den Schani? Warum musst du mit so einem notarischen Zeug daherkommen? Wenn du dich mehr um deine Kinder gekümmert hättest, anstatt uns Vorschriften zu machen wie ein altbabylonischer Tyrann... Schauen's, der Maestro zahlt doch für Sie und die Buben. Da hat auch das Recht auf Ihre Erziehung und Ausbildung Einfluss zu nehmen. Nein, dazu hat er nicht das Recht. Und ich erlaube es nicht, dass er auf Ihr Leben Einfluss nimmt. Darf ich etwas sagen? Ich bin Anwalt, wie Sie wissen, aber ich habe mich auch immer als Freund der Familie verstanden. Wir kennen uns, seitdem Sie in mein Haus eingezogen sind und als Ihr Hausherr... Jetzt, Almi, kommen Sie doch zur Sache. Sie sind als Anwalt hier, oder? Zum Teil. Mein lieber Herr Strauss, da Sie nicht länger hier wohnen, müssen Sie Ihrer Frau auch zubilligen, selbst Ihre Entscheidungen zu treffen. Schluss damit! Ich will nichts mehr davon hören! Was sind wir denn? Dressierte Affen? Die Mandel machen und betteln? Müssen wir denn ihm Rechenschaft ablegen, was wir tun? Wen wir treffen? Was wir mit unserem Leben anfangen? Ich habe noch nie um was gebeten. Und glaub mir, damit fange ich auch jetzt nicht du an. Du willst mich nie um was gebeten haben? Du hast ein bemerkenswert kurzes Gedächtnis. Gemeckert hast du, gefordert, angeschafft. Du wirst uns deinen Willen nicht länger aufzwingen. Bitte versuchen wir, ruhig zu bleiben. Nein, wir werden nicht ruhig bleiben. Du wirst uns keine Befehle mehr geben. Ich gebe keine Befehle, aber ich bestehe darauf, dass meine Bedingungen erfüllt werden. Schließlich lebt er von meinem Geld. Du kannst dein Geld nehmen und dich zum Teufel scheren! Ja, behalt dein Geld und hör auf, uns zu schikanieren. Wir kommen auch allein zurecht. Dann musst du auch die Folgen tragen. Raus jetzt aus meiner Wohnung! Wer ist der beste Lehrer für Komposition in Wien? Drechsler, Professor Drechsler. Also dann, wir müssen hin zu ihm. Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische, aber ich bin ein praktischer Mensch. Wie wollen Sie für den Unterricht zahlen? Er wird arbeiten gehen, in der Nacht, wenn es sein muss. Aber am Tag gibt's nur Musik, Musik, Musik. Schani, du kannst deinem Vater danken, er hat dir gerade einen großen Gefallen getan. Wo finden wir diesen Professor Drechsler? Nein! 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 Ich gebe keinen Unterricht mehr. Aber wir zahlen gut. Geld, immer nur Geld. Für Geld interessiere ich mich nicht, sonst wäre ich Bankier. Mir ist Zeit wichtiger. Ich habe nicht mehr viel davon. Dafür bin ich schon so alt. Darum ist sie so kostbar für mich. Und ich will sie nicht damit vergeuden, talentlose Kinder zu unterrichten. Ich finde es sehr kalt hier. Ich merke, vor Ihnen kann man schwer etwas verbergen. Ihre Hände müssen halb erfroren sein. Meine Hände gehen nur mich was an, danke. Haben Sie die Freundlichkeit zu gehen? Sehen Sie, ich muss üben. Das muss ich täglich, selbst in meinem Alter noch. Ziehen Sie die an. Und da habe ich noch etwas. Einen wollenen Schal. Gleich wird Ihnen wärmer sein, Herr Professor. Er ist schön warm, gell? Das muss er ja wohl. Was wäre das für Wolle, wenn er nicht wärmt? Und die Handschuhe, bitte. Ich werde ihn trotzdem nicht unterrichten. Herr Professor, auch wenn Sie ihn nicht unterrichten wollen, möchte ich doch gern, dass Sie ein Urteil über die Begabung meines Sohnes abgeben.
Begabung Ihres Sohnes. Man könnte glauben, Sie sind die Frau Bach und das da ist Ihr kleiner Johann Sebastian. Ah, die sind auch warm, gut. Also, Variationen mit Exposition, Interpretation in drei Tonarten. Fang an. Das ist oberflächliches, süßliches Taram-Tam-Tam. Ich weiß. Billiges Herumgedudel, das in ein Vorstadttheater gehört. Und das in einer Kirche, das ist ein Sakrileg. Ich hasse das Theater. Es ist die verdorbenste Kunstform, die der Mensch je hervorgebracht hat. Sie haben ja so recht. Deshalb bitte ich Sie, unterrichten Sie mich. Ich weiß, dass meine Musik nichts taugt. Sie hat keine Tiefe, ist nichtssagend. Erlauben Sie, gute Frau, ich möchte einen Augenblick allein mit diesem Wunderkind sprechen, das offenbar erkannt hat, dass seine Musik picksüß ist wie türkischer Honig mit Himbeersaft. Nun sag mir, was verstehst du darunter, dass deine Musik keine Tiefe hat? Es fällt mir so leicht, sie zu schreiben. Sie fliegt mir zu, ich könnte sie im Schlaf niederschreiben. Es ist wie ein Kinderspiel, seicht, oberflächlich, ohne Bedeutung. Meine Musik und auch die Art, wie ich Geige spiele, ist ohne Gefühl. Ganz ohne Seele. Weil du noch nicht weißt, wer du bist. Der Hauptgrund dafür, dass deine Musik keine Seele hat, ist, du weißt nicht, ob du selbst eine Seele hast. Ich spüre genau, dass tief in mir etwas ist, das mit aller Macht heraus möchte. Ich weiß nur nicht, wie ich es herausholen soll. Weißt du, warum das so schwer ist? Weil du Gott nicht erklären kannst, denn Gott ist unsichtbar. Das ist keine Frage des Glaubens. Du kannst noch so fest an ihn glauben, und dennoch wird er auf ewig unsichtbar bleiben. Wie ist deine Meinung dazu? Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Du wirst nicht umhin können, darüber nachzudenken. Hör zu, ganz unter uns, mein junger Freund. Die Musik, die meisten wissen das nur nicht. Die Musik kann Gott sichtbar machen. Kein Wort zu irgendjemand, das bleibt unser Geheimnis. Und wenn du jemals ein ernsthafter Komponist sein willst, musst du lernen, Gott sichtbar zu machen. Unmöglich, denkst du? Ich weiß nur nicht, wie ich da anfangen soll. Versuch's mit Fugen. Mit Fugen? Schwerhörig bist du doch nicht. Nein. Das wäre nämlich alles umsonst. Ludwig van Beethoven war eine Ausnahme. Taub wie ein Zaunfall. Aber er sah Gott an jedem Tag seines Lebens. Also Fugen, Harmonielehre und Generalbass. Damit beginnen wir unsere Arbeit. Unsere Arbeit? Sie nehmen mich? Das kommt darauf an, was deine Mutter sonst noch in ihrem Korb hat. Zwetschgenröster, Salzgurkel, Wurst, Marillenmarmelade. Selbstverständlich unterrichte ich dich. Ausgezeichnet, es geht nichts über einen Schüler, dessen Mutter Marillenmarmelade einkochen kann. Also gut, morgen früh um 8 Uhr kommst du her und wir fangen mit den Fugen an. Und jetzt entferne dich. Oh, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Er hat ja gesagt. Und was verlangt er? Ich hoffe, Sie können sich meinen Unterricht leisten. Ich bin schrecklich teuer. Thank you.
Noch eine Fuge für Professor Drechsler? Noch eine Fuge. Das ist alles, was der Drechsler kennt. Fugen, Fugen. Und dann weiß er noch sehr viel über Fugen. Ich habe nur 4 Stunden geschlafen heute Nacht und bin einfach zu müde für Fugen. Weißt, die Fabrik, in der ich arbeite, war früher ein Tanzsaal. Der neuen Zeit geopfert. Der Zeit des Profitdenkens. Fabriken bringen halt mehr ein als Tanzsäle. Ganz einfach. Was ist denn so lustig? Mein Vater ist erst um 2 in der Früh nach Haus gekommen. Er hat kaum die Stiege hinauf können. Und darüber lachst du? Also, wie ich ihn ins Bett bringe, fangt er an zu singen. La, 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 la. Da, 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 da. Brüderlein fein. Ein wunderbares Lied. Man singt es halt noch gern. Es ist zuckersüß, seicht und oberflächlich. Der alte Drechsler tät sagen, türkischer Honig mit Himbeersaft. Wer glaubst du, hat es geschrieben? Ich weiß nicht. Professor Drechsler. Geh herauf. Und bevor der Vater eingeschlafen ist, hat er gesagt, mein Gott, der alte Drechsler war besser als wir alle miteinander. Dein Vater war betrunken, das kann man doch gar nicht ernst nehmen. Das habe ich auch gedacht. Dann bin ich ins Musikzimmer runter und habe gesucht. Und das hier habe ich gefunden. Brüderlein fein von Josef Drechsler. Jesus. In einem anderen Buch habe ich noch mehr von ihm entdeckt. Der Drechsler hat in seiner Jugend sehr viel Theatermusik geschrieben, Shani. So ein Schlawiner. La 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 la. Kennen Sie es noch? Oberflächliches, süßliches Taram-Tam-Tam. Türkischer Honig mit Himbeersaft. Aber sehr schön, finden Sie nicht? Ich will dieses Lied nie wieder hören. Warum verleugnen Sie es? Sie haben da ein Meisterwerk komponiert. Ich tät platzen vor Stolz, wenn ich das könnte. Ja, du schon. Aber es ist frivol, oberflächlich. Es ist gottlos. Aber wie ich es geschrieben habe, war ich genauso jung und leichtfertig wie du. Hab den Kopf auch nur voller Blödheiten gehabt. Ich habe nicht gewusst, wer ich bin und was ich tue. Die Melodien sind nur so rausgesprudelt aus mir. Aber ich habe gelernt, du musst dafür kämpfen. Immer wieder, verstehst du? Nur so entsteht Kunst. Das musst du erst noch lernen, sonst wirst du nie ein ernsthafter Komponist. Und endest als billiger Theatermusikant. Und jetzt geh mir aus den Augen. Fort mit dir und komm erst wieder, wenn du was komponiert hast, was wirklich von Bedeutung ist. Und, hat es schluckt? Mit derselben Begeisterung wie eine Flasche Rizinusöl. Also hat es im Netz ja gefallen, ne? Du hättest ihn sehen sollen. Es hat ihn richtig zerrissen vor Wut. Das ist der richtige Moment, Shani. Was für ein Moment? Ein Orchester zu gründen, die Erfüllung unseres Traums. Weißt du, was er gesagt hat? Von wem redest du? Vom Drechsler. Nein, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass aus mir nie ein ernsthafter Komponist wird. Gut, weil ernsthafte Komponisten verdienen sowieso nichts. Also, gehen wir es an. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Tja, wir werden Millionäre. Weißt du, was ich machen werde? Ich gehe nicht mehr zum Drechsler zurück. Ich habe keine Lust, als Kirchenorganist zu enden, so wie er, mit geflickten Hosen und am Strick um den Bauch, weil es für einen Gürtel nicht langt. Du tätst herzig ausschauen damit. Kathi, sei bitte ernst. Ich find's wirklich nicht lustig. Die Kerzen, der abgestandene Weihrauchgestank, die Köten. Na, das ist nichts für mich. Das riecht alles nach Sterben. Nein, ich brauche was anderes. Was Lebendigeres, wo ich eine Freude haben kann. Was meinst denn du dazu? Du hast doch auf alle Fragen eine gescheite Antwort. Du machst doch sowieso nur das, was dir gefällt, Shani. Schau, ich weiß nur, die Musik, die er mir beibringen will, die macht mich nicht glücklich. Und was tät dich glücklich machen, Shani?
Du, Kathi. Ich möchte, dass du meine Liebste wirst. Geh, sag sowas nicht, Shani. Kathi. Hattest du schon einmal eine Liebste? Nein. Einmal. Vor vielen Jahren. Ich muss damals 13 oder 14 gewesen sein. Da habe ich in einer Wohnung gegenüber von der unseren eine Frau gesehen, die sich ausgezogen hat. Sie war ganz nackt. Sie ist am offenen Fenster gestanden, der Wind hat gespielt in ihre Haare. Ihr Anblick war für mich das größte Wunder, das ich je gesehen habe. Dich möchte ich auch so sehen, Kathi. Bitte nicht, Shani, ich fürchte mich. Du musst dich nicht fürchten. Du bist so wunderschön. Wo bist du gewesen? Ich hab die Kathi heimgebracht. Weißt du, wie spät es ist? Gleich 9 Uhr. Ach ja. Entschuldige, Mama, wir haben uns vertratscht. Schaut köstlich aus. Sie ist kalt, lass stehen. Nein, nein. Schmeckt gut. Ich glaube, du musst dich langsam entscheiden. Wegen was denn? Wegen einer Stelle. Warum? Nachts arbeiten und am Tag studieren, das hältst du nicht lange aus. Da wirst du mir sonst noch krank. Nein, du wirst dich umschauen nach einer Kirche, die einen Organisten sucht. Nie hätte ich mir gedacht, dass einer von euch einmal Organist wird. Was für ein Organist? Wen von uns meinst du damit? Dich. Natürlich meine ich dich. Ich werde aber ganz sicher kein Organist, Mama. So, von was willst du dann leben? Und eine Familie gründen? Willst vielleicht als Hungerkünstler in einem Dachkammerl hausen? Messen, Konzerte, Symphonien schreiben, für die dir kein Mensch was zahlt? Nein, Mutter, ich schreibe Walzer. Ach so. Also Walzer willst schreiben. Und wann bist du auf diese Idee gekommen, Shani? Heute. Hast mit jemand drüber gesprochen? Mit dem Drechsler? Nein. Der Drechsler hat immer schon gesagt, ich bin ein oberflächlicher Musiker. Ich kann aber nicht anders. Es macht mir Spaß. Türkischer Honig mit Himbeersaft ist das, was man schmeckt. Ein neuer Walzerkönig. Nein, Walzerprinz vielleicht, das reicht mir. Dann müssen wir uns gleich überlegen, wie wir es angehen. Das habe ich schon. Mein Freund, der Levi und ich werden miteinander eine Kapelle gründen. Was für eine wunderbare Überraschung. Geht's dir nicht gut? Papa, du hast wieder getrunken. Und du hast mir doch versprochen. Strauß, ich möchte ihn sehen, den Johann Strauß. Anna. Anna.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictum verbis. Mein lieber Strauß, nimm mir doch Platz. Er schaut viel jünger aus als bei unserer letzten Begegnung. Wie lange ist das her? 6 Jahre und 1 oder 2 Monate, Exzellenz. 6 Jahre, so, so. Es kommt mir vor, als sei es nur ein paar Tage her. Nein, ein paar Wochen. Und wie meint er, schaue ich aus? Durchlaucht haben sich nicht verändert. Er meint älter als je zuvor. Er ist inzwischen viel herumgekommen, höre ich. Ja, ich habe in allen Metropolen Europas gespielt, Euer Exzellenz. Ah, aber nicht in der neuen Welt? Nein. Kommen wir zur Sache, mein lieber Strauß. Warum wollte ich ihn sehen? Oh, ja. Furchtbar, das mit dem armen Lanne. Ja, Exzellenz. Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Er ist unersetzbar, Euer Exzellenz. Oh, das würde ich nicht sagen. Was die Kunst und die Politik gemeinsam haben, ist, dass stets sein Nachfolger in der Tür steht. Wie war, Euer Exzellenz? Wenn's nicht ein Feind ist, dann ist es ein Freund. Erinnert er sich an unsere Begegnung von damals? Ist das wirklich schon so lange her? 6 Jahre? Er hat mir einen Gefallen erwiesen und ich habe ihm dafür etwas versprochen. Ich erinnere mich sehr gut, Euer Exzellenz. Zweifellos. Und in dem Moment, da ich vom traurigen Schicksal des armen Lanner hörte, stellte sich mir die Frage, wer sein Nachfolger als Hofballmusikdirektor seiner kaiserlichen Majestät werden soll. Mein Vorschlag an den Kaiser lautete Strauß. Er muss wissen, es ist eines der Privilegien meines hohen Amtes, dass das, was ich wünsche, auch seine Majestät wünscht. Zumindest in den meisten Fällen. Also, lieber Strauß, es ist mir nunmehr eine große Freude, Ihnen diese Bestallungsurkunde zu überreichen und ihn damit zum neuen Hofballmusikdirektor seiner kaiserlichen Majestät zu ernennen. Er tritt hiermit offiziell die Nachfolge des seligen Josef Lanner an. Ich fühle mich außerordentlich geehrt, Euer Exzellenz. Gut, und jetzt bitte ich ihn um einen weiteren Gefallen. Ja, Euer Exzellenz. Im Falle, er hört, dass jemand sehr schlecht von mir spricht, dann möchte ich, dass er sagt, ja, aber es gibt eines, das zugunsten des Fürsten Metternich spricht. Wenn er ein Versprechen gibt, dann hält er es auch. Wann sagen Sie, haben Sie den Antrag gestellt? Vor mehr als 3 Monaten. Da müsste da sein. Ah, da ist es ja. Ich, der unterzeichnete Johann Strauß Junior, ist es das? Ja. Strauß? Hä? Junior? Meiner Treu ist der große Johann Ihr Vater? Ja. Was für ein Musiker. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich habe ihn schon gekannt, wie er angefangen hat. Damals beim alten Streim. Ich habe gleich gewusst, das wird einmal ein großer und habe zu meiner Frau, damals war es noch nicht meine Frau, gesagt, der wird's weit bringen. Ich habe recht behalten.
Das haben Sie. So einen Vater haben, das muss eine Ehre sein. Das ist es auch. Also dann ja. Ich, der endesunterfertigte Johann Strauss Junior, beabsichtige, die Gründung einer 12-Mann-Kapelle zum Auftritt bei Tanzveranstaltungen und darüber hinaus zum Vortrag eigener Kompositionen. So eine talentierte Familie. Ich bitte den hochwohllöblichen Magistrat der Haupt- und Residenzstadt Wien um behördliche Genehmigung, diese Pläne verwirklichen zu können. Das ist alles, was ich will, die behördliche Genehmigung. Und ich sag ja, ich warte schon über 3 Monate. Das müsste normalerweise längst erledigt sein. Das begreife ich nicht. Oh ja, natürlich. Nur eine Formalität. Sie sind noch nicht großjährig. Das heißt, Sie brauchen das Einverständnis Ihres Vaters. Heißt das, er muss? Ja, er muss den Antrag unterfertigen. Also, sobald er unterzeichnet, wird die Genehmigung sofort erteilt. Ja, aber mein Vater darf nichts davon wissen. Er würde es niemals erlauben. Sie hintergehen Ihren Vater? Diesen großartigen Musiker? Den kaiserlichen Hofballmusikdirektor? Nein, es ist ganz anders. Oder wollen Sie am Ende gar den Magistrat hintergehen? Dass so ein feiner Mann so einen missratenen Sohn haben kann. Unfassbar. Aber der Magistrat lässt sich nicht betrügen. Solange Ihr Vater nicht schriftlich sein Einverständnis erklärt, gibt's keine Genehmigung. Guten Tag. Engstirnige, Bürokratenbagage, Ländige. Was erlauben sich diese Federwuchser eigentlich? Du wirst nichts ausrichten können, Mama. Geh, so leicht darfst du nicht aufgeben, Shani. Der Mann hat gesagt. Dieser Mann kennt doch nichts als Gesetze, Vorschriften, Reglementierungen und diesen ganzen Plunder. Ich werde ihm schon klar machen, dass das Überleben der ganzen Familie von dieser Genehmigung abhängig ist. Das wird nichts nützen. Das Gesetz ist einmal so. Das Gesetz. Noch niemals haben die Menschen ein Gesetz gemacht, das so perfekt war, dass es nicht gebrochen, gebeugt oder einfach umgangen werden konnte. Gehen wir, komm. Wart hier. Ich muss sofort den Herrn Bürgermeister sprechen. Sind Sie angemeldet? Nicht nötig. Das ist unbedingt nötig. Mir wurde von Fürst Metternich gesagt, ich brauche keine Anmeldung. Also holen Sie bitte den Bürgermeister oder führen Sie mich zu ihm. Gnädigste, mindestens einmal am Tag kommt einer hier rein, der behauptet, er hätte Beziehungen zum Fürsten Metternich. Wenn Sie zum Herrn Bürgermeister wollen, müssen Sie sich anmelden. Hören Sie, ich bin Frau Anna Strauß, die Frau des Hofballmusikdirektors seiner Majestät des Kaisers. Da treffe ich mein Leben lang nicht einen einzigen Strauß. Und jetzt plötzlich 2 in nur einer Woche. Liebe Frau Strauß, habe die Ehre. Seien Sie so nett und sagen Sie dem Bürgermeister, ich will ihn sehen. Geht's um den Herrn Sohn und die Genehmigung? Ganz recht, ja. Ich bin zuständig für Genehmigungen. Und glauben Sie mir, da ist nichts zu machen. Das möchte ich doch gern vom Bürgermeister selbst hören. Liebe Frau Strauß, ich bin ein großer Bewunderer Ihres Mannes und bitte glauben Sie mir, wenn ich irgendetwas für Sie tun könnte, dann tät ich's. Aber Gesetz ist Gesetz. Da kann auch der Bürgermeister nicht helfen. Abgesehen davon, bitte behandeln's das vertraulich, ist der Bürgermeister stets ein glühender Verehrer vom Josef Lanner gewesen. Ein Lanner-Verehrer, so? Also selbst wenn er könnte, würde er wohl keinen Finger für Sie rühren. Der hilft bestimmt keinem Mitglied der Strauß-Familie. Möglich. Trotzdem werde ich das Rathaus nicht verlassen, bevor ich ihn nicht gesehen habe. Liebe Frau Strauß, der Amtsrat hat mich bereits ausführlich über den Sachverhalt unterrichtet. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Genehmigung nicht erteilt werden kann. Der Antrag Ihres Sohnes muss abgelehnt werden, wenn die Einverständniserklärung des Vaters nicht vorliegt. Ich habe keine andere Stütze mehr außer meinem Ältesten. Er sorgt nicht nur für mich, er ernährt meine Familie. Ich habe noch 2 andere Söhne. Ich bitte Sie, liebe Frau Strauß. Ihr Gemahl ist immerhin der erfolgreichste Musiker in unserer Stadt. Wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Mein Mann und ich leben nicht mehr unter einem Dach. Entschuldigen Sie, das alles ist so erniedrigend für mich. Schauen Sie, er hat mich und meine armen Buben schon vor Jahren verlassen. Oh, er ist ein Strolch, habe ich Sie nicht gesagt? Aber ein großer Musiker. Josef Lanner war größer, und zwar in jeder Beziehung. Vergebung, meine liebe Frau Strauß. Der Amtsrat und ich haben schon lange einen musikalischen Disput. Er hält den Herrn Gemahl für besser, und ich war immer ein Lanner-Bewunderer. Ich traure um ihn wie um einen Bruder. Ich auch.
Sie auch? Oh ja, er war stets ein Ehrenmann. Was sage ich Ihnen? Schauen Sie, Herr Bürgermeister, ich bin ja deswegen hier, um persönlich für meinen Sohn vorzusprechen. Ich hoffe doch, ich kann in dieser Angelegenheit auf Ihre Verschwiegenheit rechnen. Ja, selbstverständlich. Wissen Sie, mein Mann hatte nur Hohn und Verachtung für Josef Lanner. Doch mein Sohn hat bei ihm seine Violinstunden genommen. Wirklich? Ja. Ihr Sohn ist ein Schüler vom Lanner? Ja. Als er erfahren hat, dass Lanner tot ist, hat mein Mann angeblich zu seinen Freunden gesagt, gut, jetzt habe ich keinen ernsthaften Rivalen mehr. Das hat er gesagt? Verabscheuenswürdig. Sehen Sie jetzt unser Dilemma? Es käme für ihn niemals in Frage, seine Einwilligung zu geben, dass mein Sohn eine Kapelle gründet. Natürlich nicht. Dann bekäme er einen neuen Rivalen. Sie sagen es. Mein Mann weiß doch ganz genau, sein eigener Sohn wäre dann ein ernsthafter Konkurrent. Und um die Wahrheit zu sagen, mein Mann hat Angst vor ernsthafter Konkurrenz. Ich würde alles tun, um einem Mann, der wegen Josef Lanners Tod triumphiert, zu schaden. Erlauben Sie mir einen Vorschlag? Bitte gern, Gnädigste. Als Vormund meines Sohnes, ich weiß gesetzlich, bin ich das nicht, nur... Es heißt, ich kenne mich mit diesen Dingen nicht so aus, ich bin nur eine einfache Frau, aber ich glaube, das Wort dafür heißt De facto. Ja, so heißt es, de facto. Genügt es nicht, dass ich als sein de facto Vormund das Gesuch für ihn unterzeichne? Schon, wenn man die Umstände betrachtet, wie Trennung, alleiniger Ehre. Morgen kannst anfangen, dir deine Musiker auszusuchen. Ach, du hast es? Mit Unterschrift und Siegel des Bürgermeisters. Was? Hast jemanden bestochen? Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Dank nicht mir, dank dem Josef Lanner. Wo ist der Strauß? Da drüben. Was? Das ist nicht der Strauß, ich kenne ihn doch. Das ist sein Sohn. Der will jetzt selber ein Orchester gründen. Willst du mit Pflanzen? Glaubst du, ich komme von so weit her, um einen Schrauben vorzuspülen? Wirst schon sehen. Wenn das so ist, dann werden wir uns mit dem Bürscherl einen Spaß machen. Halt das, Kleiner. Wo ist jetzt der Johann Strauß? Ich bin der Johann Strauß. Geh weiter. Beim letzten Mal hast du viel älter ausgeschaut. Und du willst uns vorspielen lassen, Bürscherl, hä? Hm? Jawohl. Was soll das werden? Ein Kinderkapön vielleicht? Johann Strauß und sein Zwergelgarten, hä, hm, Bürscherl? Wie alt bist du denn? 12, 13, gehst vielleicht noch in die Schule? Weiß deine Mutter, was du da machst, Kleiner? Gesprächig bist du ja nicht gerade. Weißt du eigentlich, was ein Bossschlüssel ist und wie der ausschaut? Ja. Und ich weiß auch, wie ein Arschloch ausschaut. Also dann, Herrschaften, probieren wir das. Ja, der traut sich was. Jetzt fragt sie, wie gut der ist. Und? Aus! Spielen's die Noten! Fantasieren's bitte nicht! Und vielleicht halten's diesmal den Takt? Das klingt ja, als ob ihr Hinterhofmusikanten seid, die an Mords Rausch haben. Und? Gehen Sie zum Herrn Levy. Sie sind engagiert. Gehen Sie rüber zum Herrn Levy, der macht den Vertrag. Wenn Sie da unten unterschreiben wollen, bitte. Vor und zu. Sehr gut, gehen Sie zum Herrn Levy.
und die beiden Celli auch. Hier, wenn Sie da unten unterschreiben wollen, bitte. Dankeschön. Tut mir leid. Gut, gehen Sie unterschreiben, meine Herren. Tut mir leid, Sie nicht. Sie? Ja. Und was sagst du zu mir, Bürscherl? Zu, als Musiker sind Sie erstklassig. Und was gibt's da noch zu überlegen, Bürscherl? Ich weiß nicht, ob wir zusammenpassen. Weil es erstens da und Bürscherl zu mir sagen und weil ich zweitens nicht glaub, dass Sie den Vertrag mögen werden. Das lass nur mein Sorg sein, Bürscherl. Also, was ist? Sagen Sie es ihm, nicht mir. Kreuz, Dame. Mein Stich. Das reicht. Ja, Maestro, sind Sie in guter Stimmung für eine schlechte Nachricht? Was ist denn, Hirsch? Sagen Sie es ihm. Nur zu, das tut ihm vielleicht ganz gut. Was soll mir ganz gut tun? Also, ich war heute in Belgrad. Da bist du ja immer. Was ist da dabei? So voll wie heute war es noch nie. Musiker aus der ganzen Stadt waren da zum Vorspielen. Ihr Sohn Schani stellt eine Kapelle zusammen. Nicht er, seine Mutter. Er macht nur brav alles, was sie anschafft. Sie war nicht da. Die Musiker hat er allein ausgesucht. Sicher waren es nur Drittklassige, die sonst eh keiner mehr engagiert. Nein, ein paar waren wirklich gut. Und der Schani weiß genau, was er will. Jetzt macht er nicht lächerlich. Er ist ein Kind. Wie kann er wissen, was er will? Seine Mutter macht das, um mich zu ärgern, aber sie wird ihn zum Gespött machen. Wisst ihr, was dabei herauskommt? Sie werden zweimal auftreten. Der erste Auftritt wird auch der letzte sein. Es wäre vielleicht gut, jemand vor der Wohnung zu postieren, der die Proben belauscht, mitschreibt und dabei feststellt, wie gut die Kapelle ist. Von seinen Gstanzeln will ich gar nichts wissen und wie die Kapelle ist, kann ich mir vorstellen. Trotzdem glaube ich, es wäre besser, wenn wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ja, machen Sie doch, was wollen. Ah, schon wieder gewonnen. Heute kriege ich die guten Karten. Na, ich nehme nur renommierte Orchester. Sein Vater hat gedroht, jeden zu boykottieren, der seinem Sohn ein Engagement gibt. Und das ist mir zu gefährlich. Es tut mir leid. Warum macht sie die Fenster zu? Man weiß nie, wer zuhört. Man hat mich davor gewarnt, dass ich ihn engagiere. Ich kann euch nicht nehmen. Nicht einmal, wenn ihr umsonst spielt. Sinnlos. Danke, Schluss für heute. Wir sehen uns morgen. Wozu noch probieren, wenn uns ja doch niemand spielen lässt? Ach, so ein Blödsinn.
gerade jetzt, wo wir endlich gut genug sind, um aufzutreten. Hier hat sie alle abgeklappert und jetzt machen sie alle in die Hosen. Du kannst nichts dafür, du hast dein Bestes getan. Kampflos geben wir nicht auf, es muss was zu finden sein. Wann überhaupt? Dann in der Vorstadt. Da ist der Hirsch sicher nicht gewesen. Ja, versuchen wir es mit dem Dommeier. Da hat mein Vater das letzte Mal gespielt. Der Dommeier, natürlich, das ist es. Mama, das ist sinnlos. Zum Dommeier geht niemand mehr. Das schauen wir uns erst einmal an. Strauß contra Strauß. Der Sohn gegen den Vater. Es könnte einen Erfolg geben. Es wird einen Erfolg geben, Herr Dommeier. Wie in alten Zeiten, wo es geheißen hat, Strauß kontra Lanner. Ja, die guten alten Zeiten. Das waren Nächte. Nicht auf Herrn Strauß, aber das hier, das könnte riskant werden. Sie riskieren einen Abend ohne Gäste, das ist alles. Mein Sohn riskiert seine ganze Karriere. Es geht mir nicht um dieses Risiko. Es geht mir ums Essen. Ich muss 600 Portionen vorbereiten und auch bezahlen. Was ist, wenn keiner kommt und ich bleib drauf sitzen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Falls niemand kommt, übernehme ich diesen Verlust. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Oh ja, Herr Dommeier, das weiß ich. Und ich bin voller Zuversicht. Das ist ein Wort. Also gut dann. Strauß contra Strauß. Hören Sie sich das an. Dienstag, den 15. Oktober um 6 Uhr nachmittags, tritt Johann Strauß Junior mit einem eigenen Orchester zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. Veranstaltungsort ist das Etablissement Dommeier. Das habe ich vergessen, das Dommeier. Jeder vergisst es, Dommeier. Wir könnten bei Gericht vielleicht ein Auftrittsverbot erwirken wegen unerlaubter Verwendung Ihres Namens. Es ist auch sein Name. Wollen Sie vielleicht, dass er sich umtaufen lässt? Ah, ich habe so ein Gefühl im Bauch. Hören Sie auf mit Ihrem Bauch, Hirsch. Das haben wir nur Annas Ambitionen und Hass zu verdanken. Sie ruiniert ihm das Leben. Heißt das, wir tun gar nichts? Das habe ich nicht gesagt. Und was? Wir werden hingehen und uns die Blamage ansehen. Und dann werden wir entscheiden, was mit Johann Strauß Junior geschieht. Und seiner Mutter. Sie hoffen es? Die werden mir noch mein Lokal demolieren. Aber Sie haben ja versprochen, Sie werden den Verlust übernehmen. Oh nein, ich habe versprochen, ich übernehme den Verlust, wenn keiner kommt. Hol ihn. Ich bin ruiniert. Komplett ruiniert. Oh, nur nicht echauffieren, Herr Dommeier. Ihr Name geht heute in die Geschichte ein. Tut mir leid.
waren ja wundervoll. Ich danke. Ich gratuliere. Ich gratuliere. Es war herrlich. Es war wundervoll. Gratuliere. Sie sind ja begnadet. Danke sehr. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Der Vater. Neun, zehn Zugaben. Ich habe nie so viel gehabt. Ich gratuliere, Shani. Ich glaube, heute ist ein großer Musiker geboren worden. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich mache dir einen Vorschlag. Lass uns von heute an vereint gehen. Machen wir ein Orchester und erobern wir gemeinsam die Welt. Was sagst du? Nie. Niemals!